Ich zeige euch heute mal, was ein Vektorscope ist. Ihr werdet sehen, wie hilfreich es ist für eure Arbeiten an euren Filmen. Und ich würde sagen, auf geht's! Ob bei der Bearbeitung von Hauttönen oder um zu checken, ob eure Farben aus dem Ruder laufen, wenn ihr eine Broadcast-Übertragung vorbereitet, all das kann das Vektorscope leisten. Ich zeige euch, wie man das Messgerät einsetzt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit ihr in Zukunft immer mit neuen Tutorials zum Thema Filmproduktion versorgt werdet. Das Vektorscope hat seinen Ursprung in der analogen Farbfernsehtechnik. Bildsignale werden mit Hilfe der Vektormodulation übertragen. Bekannte Modulationsverfahren sind zum Beispiel PAL oder NTSC. Bei der Vektormodulation werden die Farbinformationen als Differenz zu den Helligkeitsinformationen aufmoduliert und später wieder zurückgewonnen. Das macht eine höhere Übertragungsrate möglich. Das Vektorscope ist ein Messgerät, mit dem man diese Farbvektoren sichtbar machen kann. Früher war das noch ein richtig analoges Gerät mit Kathodenstrahlröhre, heutzutage ist das alles auf Software basierend. Die Theorie zur analogen Übertragung soll dann erstmal reichen, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir da rausziehen können. So, wir haben jetzt hier ein Vektorscope. Ich habe das jetzt hier in Premiere Pro geöffnet. Das gibt es aber auch in den meisten anderen Schnittprogrammen. Also das ist jetzt nicht exklusiv Premiere, sondern das könnt ihr überall umsetzen. Im Prinzip könnt ihr hier zwei Werte ablesen. Und zwar einmal den Farbton und einmal die Sättigung einer Farbe. Je weiter der einzelne Punkt vom Mittelpunkt entfernt ist, desto mehr Sättigung hat es. Und je dichter er am Mittelpunkt ist, desto weniger Sättigung hat er. Das kann ich euch gleich mal hier zeigen. Wenn ich jetzt hier die Sättigung hochziehe, dann seht ihr, wie die Punkte alle nach außen gehen, in alle Richtungen. Wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, die Farbe ganz rausziehen, dann kommen wir hier Richtung Mittelpunkt. So, nochmal wieder hier auf die 100. Diese Grenze, die ihr hier seht, das ist im Prinzip die Grenze, die eure Punkte nicht überschreiten dürfen, wenn ihr broadcastfähiges Material zur Verfügung stellen wollt. Je dichter ihr mit euren Hauttönen an dieser Linie seid, desto besser ist es. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier drehen, jetzt hier mal so ein bisschen an den Mitteltönen, ihr seht, es ist alles jetzt schon sehr magenta. Dann seht ihr, wie auch hier die ganzen Punkte in Richtung Magenta rüberwandern oder in die andere Richtung. Grünlich. So, und wenn wir jetzt wieder in die Mitte gehen, dann können wir das an dieser Linie langsam ausrichten. Wenn ihr jetzt sagt, eigentlich sind die Farben im Bild alle wunderbar, außer nur die Haut, dann habt ihr immer die Möglichkeit, dass ihr mit den HSL-Sekundärreglern nur die Haut auswählen könnt. Dafür geht ihr hier auf Farbe festlegen, wählt die Haut aus, könnt jetzt hier ein bisschen feintunen, die Maske hier einblenden, dann seht ihr, was ist gerade ausgewählt. Das könnt ihr hier noch ein bisschen beeinflussen. So, leider ist hier hinten der Bereich auch ziemlich hautfarben und das wird dann mitbearbeitet. Lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Das kann man natürlich alles noch mit Masken so gestalten, dass es wirklich nur die Haut betrifft. Aber dafür fehlt uns jetzt gerade die Zeit. So, dann geht ihr hier auf das Farbrad und ihr könnt jetzt nur den Hautton hier beeinflussen. Ihr seht, jetzt geht es schon ins Magenta. Oder hier ins Grünliche. Das ist wirklich eine super Hilfe, wenn ihr wirklich bei ganz schlechtem Licht irgendwo in irgendwelchen Hausfluren ganz schreckliche Hauttöne bekommt, dann könnt ihr das hiermit super gut fixen. Einfach gucken, dass hier der Großteil der Punkte wirklich auf der Linie liegt. Und dann seid ihr da safe. Benutzt ihr das Vektorscope für eure Farbkorrekturen oder sagt ihr, na, das brauche ich nicht? Lasst es mich mal wissen und schreibt hier in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Auch wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das hier unten platzieren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Lars Zacharias. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.